Welcome back to another German Food Review and it's Kinder time. Kinder Maxi King. Okay, I think this stuff is new to me. I know Kinder Pinguin, but not Kinder Maxi King, I think. Don't know, but it looks like caramel and something on the outside. Yeah, let's check it out. What is it? Everything is covered. 3 pieces. Each 35 grams, so in total 105. Oh, and there's milk in it. Yeah, nuts and caramel. One piece, 182 calories. Okay, yeah, Ferrero. Let's see. What is this? Nice. They just cover the calories. What the heck? Yeah, so you don't know. Okay, yeah, you know, of course, here it is. Right. But no. Let's see. Ah, very smooth. Yeah, that's not good. Don't like this. Oh, come on, what is this? Oh. Can't cut it. Oh man. Yeah, but here's one. And it's from the fridge, so it's a little cold. Best before date. What is in here? Hazelnut milk cream 45%. And then there's some waffle stuff 4%. And milk covered with milk chocolate. 10.5% hazelnuts. And salt. So, we can't see the calories. That sucks. Only the salt. But I want to know the sugar. No idea. That's not good, but let's open it. Yeah, that's what looks like. Hazelnut on the outside. Something on it. I don't know. Oh, let's do it this way here. Okay, thumbnail. And let's cut this one. Right in the middle. Right in the... Okay, it's stiff. And I guess that's the milk cream. And there's a tiny layer of waffle. Then on top, hazelnuts and chocolate, and that that's the caramel. Yeah, right here. Okay, the flavor is of course fine. Like hazelnut, and I think it's the milk cream, but it's let me bite it in again right here. The feeling is a little strange. Is it the cream? Let's try this. It's a very thick milk cream. It's not very smooth. Look at this here. But okay, maybe you get used to this. But the flavor is fine and hazelnuts are really good. Oh yes, caramel. Okay, let's try the caramel. Here we go. Yeah, very tasty. Yeah, the consistency of this milk cream is not that great, but the rest is fine. Here we go. Yeah, it's a little thick or something. Don't know, right here. Oh. Yeah, no calories, I'm sorry. Oh, come on, I want to know the sugar. Is it a 12? What is it? Damn it. No idea. No. Let's unwrap another one.
Yeah, it's definitely tasty. Yeah, it's Ferrero. Most of the Ferrero stuff is tasty, with chocolate, of course. Let's cut it again, right here. Yeah, the outside layer is quite nice. I have to try the milk again, right here. Yeah, but it's okay. Not the best feeling, but the flavor is of course nice. Yeah, could be more caramel, of course. Tastes more like hazelnut, right here. Oh, that was the whole piece. Thumbs up. Except this consistency, not so sure. But yeah, flavor is important. Thumbs up. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas, das ist neu für mich. Habe ich irgendwie noch nie gegessen. Kinder Maxi King. Glaube ich jedenfalls. Ich kenne nur Kinder Pinguin. Und davon war ich nicht so der Freund. Aber vielleicht, ja, das werde ich auch noch irgendwann mal testen. Vielleicht hat sich das ja geändert oder so. Vielleicht hatte ich auch noch einen schlechten. Kennt ihr Kinder Maxi King? Esst ihr das hier? Es kostet 1,20 € im Lidl 3 Stück. Und wir können nicht die Kalorien auschecken. Also, oh. Ja, da ist nur, man sieht nur eine 5. Man kann das hier nicht abmachen. Sehr clever gelöst. Doch, jetzt kann man. Okay, 12,5. 35% Zucker. Was ist das? Fett? Ja, und 19% Fett. Nee, 37% Fett. Alles klar. Ja, vielleicht ist deshalb die Konsistenz so komisch. Hier gibt es schon einen ausgepackten und mir gefällt diese Konsistenz der Creme nicht. Das ist so eine Milchcreme. Vielleicht ist das, weil es kalt ist, aber es soll ja wohl kalt sein, oder? Weiß ich nicht. Aber es fühlt sich sehr komisch an. Irgendwie dick. Es gibt auch was anderes, was sich so anfühlt. Fällt mir aber nicht ein. Ja, aber wir werden den Kumpel jetzt mal noch auspacken. 35 Gramm pro Riegel. 1,19. Also 40 Cent pro Stück. Und sieht ganz schick aus. Ja, das ist eine gute Idee. Und ist vom Kühlschrank los kühl. Soll ich diesmal mal so lang schneiden? Ja. Können wir mal machen. Man sieht es schon beim Schneiden. So sieht's aus. Aha. Okay. Oh nein. Der tropft. Here we go. Vielleicht ist auch die Waffel, nee, ist die Milchcreme. Ja, Geschmack ist aber super. Schmeckt so nach Haselnuss von Ferrero, so typisch. Daran gibt es nicht auszusetzen, aber irgendwie ist das Kaugefühl nicht das Beste. Und dieser Milch hier. Weiß ich auch nicht, ist irgendwie so dicker. Aber der Rest ist super, schmeckt lecker. Und ist nicht so dreckig oder so, das ist gut. Nur 82 Kalorien pro Stück. So, 100 Gramm 512. Das ist schon ganz schön moderat für Ferrero. Ohne Zusatz von Farbstoffen. Kein Alkohol. Mhm. Ist das gut oder schlecht? Und keine Konservierungsstoffe. Ja, geschmacklich gibt es auf jeden Fall nichts auszusetzen. Nur die Konsistenz gefällt mir nicht so super. Aber schmecken tut. Wenn man sowas bekommt, kann man sowas ruhig essen. Here we go. Das außenrum fühlt sich sogar ganz gut an. Das Karamell schmeckt auch sehr lecker. Vielleicht ist es doch wirklich die Waffel. Aber es ist nur ein kleines Problem. Insgesamt schmeckt das hier schon sehr lecker. Auch noch einen dritten noch. Ja, könnte noch zwei essen. Here we go. Da steht. Alles klar. Okay, jetzt wird richtig süß. Drei reichen schon.
35% Zucker. Aber es ist wieder so ein sehr leckerer Geschmack dabei, der das so, ja, man möchte mehr haben. Sehr lecker. Das bekommt Ferrero auf jeden Fall hin. Nur die Konsistenz, die gefällt mir nicht. Deshalb gibt es so einen Daumen nach oben. Aber der Geschmack ist super. Ja, und ein bisschen gekühlt ist eigentlich auch gut. Locker einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.